Jo Leute, herzlich willkommen zurück bei S4 League. Ja, letzte Folge war ja mal wieder ganz schön chaotisch. Ich hatte einiges an Text wieder hinzuzufügen. Und ja, heute vielleicht mal nicht mit ganz so viel Ragen, denn ich habe ein Thema und da rede ich vielleicht mehr über das Thema, als mich aufzuregen. Mal sehen. Aber erstmal müssen wir uns neu ausstatten. Seht ihr ja, wir sehen heselig aus und gucken wir mal, was wir noch so im Inventar haben. Oh, hier eine Kapsel. Die öffnen wir mal direkt. Das ist so ein, sag mal, so ein Einlog-Bonus im Monat. Wow, ein Coupon 300 Pen. Das war das Niedrigste, was wir überhaupt hätten kriegen können. Scheiße. Okay, gucken wir mal. Hier Set. Ja, gut, dann nehmen wir das nochmal. Das Alice, was wir in den letzten Folgen auch hatten. Aber das finde ich echt ziemlich nice. Deswegen legen wir das mal eben an. Ah ja, hier habe ich eigentlich auch ein geiles Outfit. Ja, gut, das gibt's ja in der nächsten Folge, ne? Liebe Freunde. Okay. Gut, wir haben soweit erstmal wieder equipped. Ich habe hier mal ein Ding zum Heilen mitgenommen, einfach. Hier ist ein reines Schwert. Kampf, Lobby-Dings. Kann ich gerade nicht runter machen. Gehen wir da mal rein. Ich hoffe mal, es geht noch nicht allzu lange. Natürlich unsere Waffen wechseln, so das und danach das. Ja, oh, Skill. Ja, das Thema, was ich mir zurechtgelegt hatte, sage ich mal, ist ein Film, und zwar den ich mir gestern angeguckt habe, gestern am Samstag, und zwar der Hobbit 2. Meiner Meinung nach ein sehr geiler Film. Ich hatte auch gerade angefangen hier. Ja, mega. Also generell, der Hobbit und Herr der Ringe finde ich super geil, die Filme. Zum einen, weil... Lol, Alter. Ja, dann geht eben alle auf mich. Ja, zum einen, weil einfach der Film, er geht so ewig und er verliert nicht an Story. Bei den meisten Filmen, die irgendwie eine Fortsetzung haben, sprich einen zweiten Teil oder was weiß ich nicht, wie viele Teile, die verlieren ab dem dritten Teil oder so dann einfach an Story, an dem, was es anfangs war. Das ist zum Beispiel bei Fast and Furious ziemlich so. Da ging es anfangs um die illegalen Straßenrennen und so. Mittlerweile ist es eigentlich echt nur ein Actionfilm. Was ich immer ziemlich schade finde, wenn solche geilen Filme einfach an Story verlieren. Und ja. Finde ich wirklich schade. Aber eben bei Herr der Ringe und bei der Hobbit ist es einfach nicht so. Und das finde ich so genial, ey, wirklich. Also der Regisseur und der das eben alles entwirft, das sind solche Genies. Muss man einfach sagen. Und ja, da habe ich echt auch höchsten Respekt vor, weil die sind genial. Ja, Hobbit 2, saugeiler Film. Es gibt einige Leute, also die sagen, dass er besser als der erste war. Ich fand eigentlich beide gleich gut und ich freue mich auch wahnsinnig auf den dritten. Einfach hammergeil gemacht wieder. Die ganze Umgebung sah super aus und so. Eben wie man es eigentlich aus Herr der Ringe gewohnt ist und der Hobbit 1. Mega einfach wieder. Absolutes Meisterwerk. Schwärme ich ja mehr oder weniger von. Was ich auch mega fand, war, wer den Film jetzt kennt, diese Seestadt, die Fischerstadt. Ey, die sah so geil aus. Da ist mir erstmal zu eingefallen. Ja, warum nicht mal in Minecraft Hexit nachbauen? Ist da nicht schwer, ne? Aber da habe ich eigentlich dann so Lust drauf bekommen. Also ich habe es nicht gemacht, aber irgendwie hätte ich Bock auf ein Let's Play. Und wo wir eben quasi auf dem See wohnen, das ist eigentlich mal was anderes. Und das ist, denke ich mal, ziemlich geil. Würde ich meinen. Also ihr seht, heute läuft es besser als in meiner ersten Folge. Und in meiner letzten war ich auch nicht so gut. Aber es ist eben nur reines Schwert. Da gibt es nicht solche, die so einen scheiß Revolver haben. Ja. Ich hoffe, ich rage halt nicht ganz so viel, weil es ist echt eine Menge, was da an Zeit drauf geht, um den Text einzufügen. Nur um es mal zu sagen, ich habe für meine erste SVD-Folge ungefähr eine Stunde gebraucht, um da den Text einzufügen, weil ich geraged habe. Und das ist schon eine Menge. Oh nein. Feige Sau. Das ist er. Oder? Ja. Ah, das war schlecht, okay.
Also meistens raged man auch nicht mit Absicht, sondern irgendwie so im Unterbewusstsein. Als ich muss ja die Folgen angucken, quasi meine ganzen Aufnahmen, um eben den Text hinzuzufügen. Und da merke ich eigentlich, was ich da teilweise für Scheiße labere. Das kriege ich alles überhaupt nicht mit. Das ist schrecklich, ey. Schlimm ist das eigentlich. Warte mal, den müssen wir uns jetzt mal irgendwie holen. Oh mein Gott, ist der schlecht, ey. Also ich habe zuerst nicht so den Score, aber gefühlt habe ich schon ein paar umgebracht. Mein Teammate ist auch echt überhaupt nicht schlecht. Also wirklich nicht, das hat jetzt sich ein bisschen ironisch angehört. Aber ist echt nicht schlecht. Ist hier noch einer? Nee, okay. Haben wir jetzt einen mehr? Nee. Also wir sind nur zu fünf, das ist relativ überschaublich und da wird man auch nicht so oft weggenatzt. Das ist ganz angenehm. Oh nein. Ah, okay, das war schlecht von mir. War ich zu weit weg. Es leckt auch nicht, wenn so wenig sind. In der zweiten Folge hat es ja auch nicht so doll geleckt. Also es war eigentlich nur in der ersten, da war ja hier voller Server eigentlich. Jetzt mittlerweile. Ganz okay. Alles klar. Ich duck mich jetzt hier mal. Okay, jetzt 2 gegen 2. Ist ja auch noch okay. Trotzdem, das wird ja wieder eine lange Folge werden. Aber naja. Letzte Folge dachte ich mir nur so, ja, 5 Minuten Folgen sind eigentlich ganz gut. Aber ja. Wo renne ich eigentlich gerade hin? Und zack, genatzt. Ah, dieser Lone Van, der ist echt nicht schlecht. Okay, jetzt 3 gegen 3, das ist auch nice. So. Beste Team, beste Team, mein lieber Freund. Natzen alle. Lerkt ihr wie? Boah, es voll lerkt ihr wie. Bam, Junge. Ah, schade, 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 weg. Ja, da hab ich mir gegönnt, Alter, nice. Jawollo. Ach ja. Das Plasma-Sword. Oh mein Gott, Exo-Noob. Oh, cry. Wie sie sich immer aufregen, wenn man mal irgendwie eine Waffe hat, die nur mal ein bisschen besser ist, wa? Ich meine, da sind sie selber schuld, wenn sie nicht die Waffen nehmen. Die Waffen sind vom Spiel vorgesehen, dann sollen sie nicht rumheulen. Hier, komm, ey. Schreib woanders. Was solltest du, weil du ein Noob bist, mir Exo, ich kämpfe nicht mit. Time is up. Ja, mein lieber Schwan. Ich habe gar nicht hingeguckt, warum der gekickt werden soll. Auf jeden Fall habe ich N gedrückt. Ich glaube, bei solchen Kicksachen werde ich oben irgendwie rechts oder so auch noch einfügen. Also ein rotes N steht für, dass ich für Nein gestimmt habe und ein grünes Y steht für, dass ich für Ja gedrückt habe. Das dürfte einleuchten. Okay, machen wir das so. Gut. Ha. Ja, nochmal vielleicht, um auf Hexe da zurückzukommen. Also wenn ihr jetzt unbedingt wollt, dass ich das mache, dann könnt ihr das natürlich in die Kommentare schreiben. Dann werde ich mal gucken, was ich da machen lässt. Werde ich vielleicht im Wechsel hochladen oder quasi wie so einen Stundenplan machen. Dass ich, sage ich mal, Montag und Mittwoch Hexe mache, Dienstag, Donnerstag Just Cause. Und Freitag gibt's irgendwas Spezielles. Das will ich sowas irgendwie mal einführen, da hätte ich auch Lust drauf. Ist dann eben abwechslungsreich. Was ich eigentlich auch vorhab, dadurch ich ja eigentlich Let's Play, also beziehungsweise Videos mache, wo ich gerade Bock drauf habe.
Da kommt ja immer eine relative Abwechslung rein. Also wenn ihr wollt, dass ich so einen Stundenplan mache, schreibt es euch in die Kommentare, keine Scheu. Ich möchte, dass ihr dran teilhabt an mein Vorhaben und da auch ein bisschen mit entscheiden könnt. Ist natürlich viel schöner, als wenn ich alles alleine bestimme und das ist dann kacke. Okay, also läuft echt ziemlich gut, na wohl, ein Gegner. Die Folge wird wahrscheinlich gleich rum sein, wenn der Raum hier noch jetzt leftet. Da ist er wieder. Oh. Hä? Was macht denn der für Spackenbewegungen? Okay. Okay. Es geht einfach alle auf den, ey. Also wenn ich mal eine SV-Folge mache, wo ich nicht so viel Rage get, das dürfte jetzt nicht irgendwie drastisch sehen. Das ist nur, weil... Also ich füge die Schrift eben ein, weil... Ja, wie soll ich sagen? Mein Gott. SV ist jetzt nicht ein Projekt, wo ich mit Absicht irgendwie ragen will, sondern ich rage, wenn ich ragen muss. Das ist jetzt nun mal nicht der Fall und das ist auch, glaube ich, ganz gut so. Die Schrift ist eben nur wie so ein kleines Special, wie so ein kleiner Bonus, dass es das ein bisschen lustiger vielleicht macht. Okay, ich mache jetzt mal mit Absicht vielleicht nichts, weil es ist unfair, wenn wir zu dritt auf den gehen. Okay, jetzt sind es ja zwei. Jetzt können wir eigentlich wieder... Holzkopf ist da. Hast du diese Leute immer wie ein Krater versprengen? Ja, ich aber auch. Ich meine, es ist SV und es ist auch Skill, aber ich kann es einfach nicht leiden. Ich kann generell eigentlich Profis in Games nicht leiden. Aber naja. Alter, wie schlecht bin ich gerade? Also ich bin auf jeden Fall kein Profi. Wie sie sich beide weggefetzt haben. Okay, nice. Und jetzt ist er wieder raus. Aber der leckt auch, seht ihr ja an seinem Ping. Ja. Ich überlege gerade, ob es noch was zu der Hobbit zu sagen gibt. Also ich kann euch den Film echt nur empfehlen. Der kommt, glaube ich, jetzt nicht mehr allzu lange im Kino, aber er ist echt mega. Also für Fans und Leute, die erkennen, dass in dem Film viel Arbeit steckt. Und ich meine, Hobbit kam letztes Jahr, also vorletztes Jahr, sage ich jetzt mal, der erste Teil. Und letztes Jahr ist ja der zweite Teil angelaufen. Und dass da innerhalb von einem Jahr direkt so ein neuer Film geballert wird, wo so viel Aufwand einfach drin steckt. Boah, das, ich finde das echt mega. Also Herr der Ringe und der Hobbit sind wirklich Filme, die meinen kompletten Respekt haben. Bin ich auch einfach Fan von, weil... Ich meine, die Story ist geil, es ist mega hingezogen, aber das macht eben, das sorgt dafür, dass... Ja, es ist nicht an dem... verliert, was es anfangs war. Ich hoffe, ihr könnt mir irgendwie folgen gerade. Ja, wie gesagt, bei vielen Filmen ist es eben so, dass sie irgendwann einfach an Story verlieren und man das Gefühl hat, dass Teile nur noch gemacht werden, um eben Geld einzubringen noch. Das ist bei Herr der Ringe und der Hobbit nicht so. Das ist von allen Teilen, also alle Teile sind einfach immer noch eine Story und es ist einfach hingezogen. Das ist Bombe, ist das. Also das muss man erstmal hinkriegen. Der steht so geil da, den kann ich immer schön nutzen. Ja, da hab ich ihn erwischt. Tritt. Schön Punkte diesmal. Oh, mein lieber Schwan. Oh. Da hab ich mich verzapft. Meine andere Waffe nehmen. Meine Hasswaffe eigentlich. Oh. Hier ist nicht schlecht. Die ahnt auf jeden Fall, was man vorhat. Lol. War ich in ihren Rücken drin. Es ist nicht so die Action-Runde, weil es sind nicht so viele Player, aber es ist dadurch übersichtlicher. Ich weiß nicht, was ihr mehr mögt, so ein übelstes Gesmash oder einfach hier so ein bisschen 1 und 1 mal. Und nicht gleich das ganze Team vielleicht kommt. Ah, da. Oh. Ja, jetzt sind sie zu dritt, also man merkt dann, oh, zu viert sogar, jetzt sind wir mal in der Unterzahl. Aber kein Problem. YOLO, Leute. Dürfen wir trotzdem geschaffen bekommen.
ist hier genutzt. Den nutze ich jetzt auch noch. Lol. Lol, da verpisst er sich! Holzkopf. Ja, zersenzt. Cube, hol dir mal lieber Skill als AP. AP? Lol. Ja, AP ist das spezielle Geld, was man sich hier quasi mit Geld erwerben kann, aber habe ich nicht gemacht. Ich habe noch nie Geld in ein Spiel gesteckt und werde das eigentlich auch nicht, weil das finde ich komplett sinnlos. Junge, ich will schreiben. Wer hat das jetzt geschrieben? Scheiße. Was? Knarre? Knarre? Ja, das ist ein Noob, das sieht man ja. Und für die, für solche Noobs hat nun mal jeder keinen Skill. Oder dieser Motox. T. Whatever. Zumal das nicht mal richtig geschrieben war. Oh, Wein. Oh Gott. So, das kann ich auch immer leiden. Solche Kiddies, die dann einfach meinen, ja, ich muss jetzt weinen, weil der ist besser als ich. Ich gehe jetzt zu Mami und weine mich erstmal aus. Skillvoll, er haut erstmal 30 Jahre daneben, ey, Junge, leck mir doch am Sack, Junge. Ey, sowas regt mich auf, ey, aber mega, ohne Witz. So, einfach mal in die Menge hier, ein paar weggenutzt, bam, den auch noch, komm her. Oh, da habe ich gerade meine Attacke gemacht. Okay. Das Match ist also bald zu Ende. In 1 Minute 40. Da habe ich gerade tatsächlich rumgeschrien. Fass es nicht. Wegen sowas, weißt du? Wegen sowas, Alter. Wie viele sind es jetzt eigentlich? Ein paar. Nennst einen Kitty und gibst so einen geistigen Durchfall von de. Passt nicht. Du bist das dumme Kitty, was heult. Hä? Oh mein Gott, Lolli. Oh, das sind auch solche Namen. Naja, Wayne. Zack, boom, Junge. Mach dich mal ab, ey. Ja, Holzkopf, da war ich schneller. Oh lol, was geht denn hier jetzt steil? Waren einfach mal alle Gegner. Mach dich runter. Hinterher, sagst du? Alter, gerade alle auf einen Haufen, ey. Ah. Alle auf einen. Ach du Scheiße. Okay. Ja. GG. Und dann war's das eigentlich damit dann auch für die Folge. Gibt eigentlich jetzt nicht groß noch was zu machen. Vielleicht, dass ich euch noch zeige, dass hier kein AP-Set habe, falls mir einfach jemand jetzt nicht glaubt, so wie der dumme Spaß hier. Das will ich euch noch kurz beweisen. Aber habe ich ja eigentlich auch schon. Ich meine, ihr habt ja gesehen, ich hatte da so ein Set und da habe ich euch auch, glaube ich, in meiner ersten Folge schon gesagt, dass das aus so einer Kapsel war. Und zwar aus so einer.
da bekommt man quasi aus einer Kapsel eine Kapsel und das sind so Sets. Und das habe ich auf jeden Fall mit dem Event bekommen, weil ich steck da kein Geld rein in solche Games, schon gar nicht in Free-to-Play-Games. Und ja, die Waffe, die ich habe, die ist aus... Moment. Aus der Kapsel hier. Kostet Pen, seht ihr ja. Wenn ich jetzt mit dem Event nichts anfangen kann, dann zeige ich euch das auch nochmal. Also hier Event ist gerade dieses Christmas-Event. Also das habe ich euch schon gezeigt mit den Event-Karten hier. Da habe ich auch gerade wieder eine bekommen. Bekommt man, wenn man... zu viert in einer Lobby ist für 5 Minuten, dann kann man am Ende so eine Karte bekommen und da kann man eben random irgendwas bekommen. Jetzt habe ich schon wieder eine Kapsel bekommen. Also, wenn es Leute gibt, die sich drüber aufregen, macht das von mir aus. Ich stecke da kein AP rein und das ist damit auch jetzt gesagt. So, dann haut rein und bis zur nächsten Folge von Whatever.